Und hier haben wir noch einen weiteren dieser Steinkreise. Davon haben wir ja schon einen gesehen. Der hat auch wieder Schalter. Aber den lassen wir noch mal in Ruhe. Aus einem ganz bestimmten Grund, den ich jetzt noch nicht sagen möchte. Das wird dann noch kommen. Ich sammle allerdings trotzdem die ganzen Pflanzen an, die hier drumherum wachsen. Ist immer, so Steinkreise ist immer die Ausbeute sehr gut, was Pflanzen angeht. Wie man hier auch sehen kann. Ja, war so ein Schalter, aber wie gesagt, das betätigen wir noch nicht. Habe ich da noch was gesehen? Ja, noch ein Feldknöterich, den habe ich fast übersehen. Gut, dann gucken wir mal, was die Bauern hier sozusagen haben. Du hast einen Namen. Hey, du. Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Mach lieber, dass du hier wegkommst. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber zumindest hatte man seine Ruhe, wenn man seine Arbeit für Sekob gemacht hat. Aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauer irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Sekob den Menschenschinder arbeitet. Okay. Ich weiß, dass hier noch irgendwo so ein anderer Typ rumsteht, der hier Prügel haben will. Hey. Hallo, schönes Mädchen. Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie's läuft. Suchst du Landarbeit? Vielleicht. Wenn das so ist, dann geh am besten zu unserem Bauern Sekob, dem alten Menschenschinder. Der hat vielleicht was für dich. Du kannst es natürlich auch auf Onas großem Hof am Ende der langen Allee versuchen. Aber nimm dich vor den Söldnern in Acht. Sie mögen keine Fremden. Hast du noch was? Nee. Oh, da sind Feldräuber. IP! Ja, nicht beide gleichzeitig, ja. Habt ihr das Interesse an mir verloren? So, da kommt doch direkt der Nächste. Ich muss mich nicht mal bewegen. Und du bitte auch noch. Oh, da liegt ein Ledersäckchen. Das wusste ich gar nicht, dass hier noch so ein Säckchen rumliegt. So, ich werde mal wieder speichern. Da hinten haben wir noch ein paar Viecher. So, hier im Wald müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Und abgesehen von Wölfen und irgendwelchen Goblins sind hier noch ein paar andere harte Viecher unterwegs. Ah, das funktioniert ganz gut. Oh, die Scavenger haben irgendwas gerochen. Die wollen da irgendwas plätten. Oh, jetzt. Die Scavenger haben da irgendwas gemacht. Die sind da in irgendeine Richtung gerannt. Nein, nicht beide. So,
So, du kannst direkt hinterherkommen. Hier, Schleim im Hals. Oh, der ist ganz schnell. Jetzt wird sich, wie schnell die sich seitlich bewegen. Ja, da hinten haben wir Wölfe. Wo sind denn jetzt die ganzen Scavenger hingerannt? Ah, da sind sie. Mit dem Bogen eh keinen Schaden. Das ist einfach nur warten. Da hinten sind noch Wölfe. Ich traue mich hier ehrlich gesagt noch nicht so richtig in den Wald hinein. Ich weiß, was hier drin alles lauert. Böses Getier. Interessant, wo das Blut rausgespritzt ist gerade, einfach so aus der Luft heraus. Da ist noch ein Wolf, den nehme ich auch noch mit. Da sehe ich noch Blut fliegen. Voll reingelaufen. So, aber die Blutfliegen, lasse ich da jetzt mal Blutfliegen sein. Ich habe hier, glaube ich, erstmal alles ausgeräubert. Gesäubert, nicht geräubert. Und dann würde ich mir ganz gerne noch wieder ein bisschen Leben reinpfeifen. Nein, sondern gib mir echt die Heilpflanzen. Okay, geht. Ich habe mich gerade nur verguckt. Könntest du am Leben halten. Das ist ja das Wichtigste. Aber dann kriegt ihr echt gut Schaden. Und jetzt muss man natürlich noch bedenken, wir haben 1000 Goldstücke für die ganzen Lebenspunkte ausgegeben bei dem Feuermagier. Das hat uns einiges gebracht. Die Lederrüstung hält auch einiges an Schaden ab. Wir hatten mittlerweile das Level, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. So, und der da will Stress. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich geb dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknüpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Ach, der hat 200 EP gebracht, sehr schön. Kriegst du noch ein bisschen Gold und eine Holzfäller-Axt. Was ist denn das für eine Axt gewesen? Nee, das nicht. Holzfäller-Axt, da. 50-50. Und zwei Hand. Dann warten wir mal, bis er wieder aufsteht. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Okay, dann haben wir den einmal eins rübergehauen. Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling bewilligt? Ich bin kein Lehrling. Oh. Ach so, ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Du bist doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder?
Welche Arbeit machst du hier? Oh, ich hüte Schafe und das mache ich schon seit ich denken kann. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Was für Ärger hast du mit den Nachbarn? Das Gras auf dieser Seite der großen Felder ist immer sehr mickrig und ausgedörrt. Dann gehe ich meistens auf die großen Weiden der anderen Bauern. Dem Großbauer macht das nichts aus, aber Benga, der Bauer auf dem Weidenplateau, macht jedes Mal einen riesigen Aufstand, wenn ich mit den Tieren bei ihm bin. Er ist der Meinung, dass Seekop Zoll bezahlen soll, wenn ich seine Tiere auf Bengas Weide bringe. Seekop macht dafür aber keine müde Münze locker und darum darf ich auch nicht mehr auf das Plateau. Vielleicht sollte ich mal mit Benga sprechen. Das würdest du für mich tun? Naja, und was willst du ihm denn sagen? Ich meine, ich will keinen Ärger, hörst du? Wir werden sehen. Wo finde ich das Weidenplateau und Bengas Hof? Du folgst dem Feldweg und überquerst die große Kreuzung. Wenn du dich dann rechts hältst, siehst du vor dir ein großes Felsmassiv. Rechts dahinter ist das Weidenplateau und der Pass. Sonst alles klar? Ich kann nicht klagen. Danke der Nachfrage. Okay, dann haben wir hier noch jemanden. Till. Na, Kleiner? Das Gesinde hat mich nicht so schnöde anzusprechen. Wie oft muss ich das noch sagen? Hast du ihr das sagen? Nein, ich bin nur Sekops Sohn. Aber wenn mein alter Herr einmal nicht mehr ist, dann gehört das ganze Land, was du hier siehst, mir. Toll. Gehst du mit den Feldarbeitern immer so um? Klar, die brauchen das. Wer hier nicht spurt, kriegt Prügel. So läuft das. Wer ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, er wäre der Bauer? Ja, ich weiß. Das ist Bronco. Der macht einfach, was er will. Nicht, dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte, dass er endlich wieder an die Arbeit gehen soll. Aber? Er tut es halt einfach nicht. Mein Vater ist schon sauer auf mich, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn wieder zur Arbeit zu bewegen. Vielleicht kann ich dir helfen. Meinst du wirklich? Also pass auf. Wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten, werde ich dir, sagen wir mal, 10 Goldmünzen bezahlen. Na, was sagst du? Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Beeil dich aber ein bisschen. Hey, du. Ich muss deinen Vater sprechen. Der hat keine Zeit, aber ich bin sein Stellvertreter. Womit kann ich dir helfen? Indem du mich deinem Vater vorstellst. Bist wohl ein ganz harter Bursche und guter Kämpfer, was? Der Beste. Ich glaube, dann sollte ich ihn mal besser holen. Lass mal, Junge. Ich werde ihn schon finden. Wie du meinst. Muss ich zuerst noch mit Bronco sprechen? Doof. Wo steht denn der? Ja, da hinten. Das müsste der sein. Na? Immer noch große Fresse? Nicht schlagen, bitte. Ich gehe auch wieder arbeiten, okay? Eigentlich habe ich ihn doch jetzt so wieder dazu gebracht. Habt ihr noch was zu sagen? Sag mal, der grimmige Typ da. Das ist Bronco. Was ist mit ihm? Ist das euer Bauer? Hat er dir das erzählt, ja? Seekop ist unser Bauer. Bronco ist nur ein Faulpelz und tu nicht gut. Aber er hat Bärenkräfte. Deswegen sagt keiner was, wenn er nicht arbeitet. Die einzigen, die ihn zur Arbeit bewegen könnten, sind die Söldner. Vor denen hat er Angst. Und sonst? Ich hab zu tun. Kann ich Ihnen jetzt noch irgendwas bei ihm sagen? Also eigentlich arbeitet er jetzt ja wieder. Eigentlich gerade sogar schon. Vielleicht kann ich ihm das ja jetzt sagen. Dem, wie hieß der nochmal, Till? Irgendwie so. Hey, du.
Aha. Bronco arbeitet wieder. Tatsächlich? Das ist ja prima. Ja. Und ich will jetzt meine Kohle. Na gut. Geschäft ist Geschäft, was? Hatte ich noch was bei ihm? Ja. Was machst du denn so, wenn du nicht gerade den Hof regierst? Aufpassen. Die dreckigen Milizen der Stadt kommen immer häufiger auf unser Land und stehlen alles, was sie in die Hände bekommen. Erst letzte Woche waren die Dreckskerle noch hier und haben einige unserer Schafe einfach mitgenommen. Wenn ich mal einen von ihnen in die Finger kriege, dann mache ich mit ihm kurzen Prozess. Ja, klar. Warum helfen euch nicht die Söldner gegen die Milizen? Bevor die erstmal in Wallung kommen, habe ich sie doch schon längst in die Flucht geschlagen. Mhm. Ganz bestimmt. So, Seekorb. Was willst du auf meinem Land? Hier gibt's nichts zu klauen. Scher dich weg. Gibt es in diesem verfluchten Land eigentlich ein Fleckchen Erde, das nicht irgendjemand gehört? Geh arbeiten, dann kannst du vielleicht auch irgendwann mal ein Stück Land dein eigen nennen. Aber bis dahin lungerst du gefälligst woanders rum. Hör mal. Ich hab zurzeit keine Arbeit für dich. Jetzt geh. Okay. Tschüss. So, dann haben wir den auch mal, diesen Hof hier auch mal abgeschlossen. Und ich überlege gerade, was wir als nächstes tun. Ich würde ganz einfach mal auf den Hof gehen. Wobei ich da eigentlich noch ungerne noch hingehe, wenn ich ehrlich bin. Denn ich denke, dass ich dafür viele Aktionen noch einfach nicht stark genug bin. Aber für dich auf jeden Fall. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Wieso? In letzter Zeit haben die Bauern immer mehr Probleme mit den Feldräubern. Ein paar von ihnen haben sich sogar fressen lassen. Das fand der dicke Ona nicht gerade lustig. Wir haben alle eine Woche lang keinen Sold bekommen. Und es war mehr oder weniger meine Schuld. Jetzt will Lee, dass ich das Nest der Viecher alleine platt mache. Und die anderen Jungs haben schon Wetten abgeschlossen, ob ich es überlebe. Verstehst du was vom Kämpfen? Mit dem Schwert bin ich ganz okay, aber mit dem Bogen bin ich richtig gut. Warum fragst du? Wo ist das Nest? Mitten auf dem Feld hier, in dem großen Felsen. Wir könnten das Nest gemeinsam angreifen. Du willst mir helfen? Warum? Ich will bei euch mitmachen. Ach, so sieht die Sache aus. Du willst beweisen, was du drauf hast. Na gut, lass uns die Viecher gemeinsam angreifen. Lass uns das Nest angreifen. Jetzt gleich? Oder musst du dich vorher noch ausrüsten? Du könntest noch mal zum Hof gehen. Jetzt ist genauso gut wie später. Gut, dann lass mal sehen, was du drauf hast. So, dann gucken wir mal. Ziemlich riskant von mir, einfach so hier reinzurennen. Aber ich habe ja eh gespeichert. Wobei das eigentlich gar nicht stimmt, der letzte Save ist ein bisschen länger her. Aber hat ja eh funktioniert. So, hier haben wir jetzt ein paar Sachen. Hier haben sie also die toten Bauern hingeschickt. Widerlich. Die Drecksviecher dürften wohl alle platt sein. Lass uns wieder zurückgehen. Schön, wie der Held gerade einfach die ganze Zeit seinen Mund bewegt hat und nichts gemacht hat. Goldener Ring. Hier liegt ganz viel Zeug rum. Das sacken wir natürlich alles ein. Ich meinte aber, dass ja eigentlich ein richtiger Ring rumliegen müsste. Ich glaube, ich verwechsel gerade wieder was. Nichts zu holen. Wie so oft.
Da liegt noch ein Gold rum.